Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Angel Podcast. Mein Name ist Norman Müller und bei mir zu Gast heute, ich freue mich sehr, ist Fabian Knirsch, CTO und Co-Founder von Sproof. Hallo Fabian. Hallo Norman, freut mich sehr, bei dir im Podcast zu sein. Schön, dass du Zeit genommen hast. Wir haben es ja schon ganz lange probiert, jetzt haben wir es geschafft. Ihr habt richtig viel zu tun und warum das so ist, das wäre klasse, wenn du uns das jetzt nochmal so im kleinen Intro darstellst, indem du ein bisschen was über dich als Privatperson erzählst, aber auch erzählst, was macht Sproof eigentlich? Ja, sehr gerne, Norman. Ich fange kurz bei mir an. Mein Hintergrund ist Informatiker. Ich habe Bachelor, Master, Doktorat Informatik studiert und dort habe ich auch meinen Co-Founder, den Clemens Brunner, kennengelernt und im Prinzip ist dort auch Sproof entstanden. Und was Sproof heute macht, ist, dass wir Unternehmen, Organisationen ermöglichen, alle Arten von Unterschriftenprozesse zu digitalisieren. Das heißt, man kennt das vielleicht von, man bekommt irgendwie per E-Mail ein Dokument oder mit der Post, soll das unterschreiben. Mhm. Und was oft gemacht wird, ist, man unterschreibt es dann, druckt es vorher aus, unterschreibt es mit der Hand, scannt es irgendwie so schief ein oder macht ein Foto mit dem Handy und schickt es dann per E-Mail zurück. Und das ist genau das, wo wir sagen, das ist einerseits unsicher und andererseits nicht rechtsgültig. Und wir digitalisieren das und machen das sicher und garantiert rechtsgültig. Sehr stark. Jetzt bin ich immer neugierig, gerade wenn ich so mit Startups rede. Wobei ist die Frage, ob ihr das noch seid. Fühlt ihr euch? Also ihr seid jetzt, glaube ich, fast 4 Jahre alt, oder? Wir sind fast 4 Jahre alt, das ist richtig, genau. Genau, dann da seid ihr eigentlich noch so, ne? So Startup. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Und da gibt es immer die Gründergeschichte. Also wie kommt man darauf, sich mit der digitalen Unterschrift zu beschäftigen? Also wir haben, mein Co-Founder und ich, Clemens und ich, wir haben uns in der Forschung mit dem Thema digitale Signaturen aus sehr, sehr technischer Sicht, aus Forschungssicht beschäftigt, haben dort sehr viel mit dem Thema Privatsphäre und privatsphärenerhaltenden Methoden gearbeitet und haben gesehen, dass es zwar digitale Signaturen gibt in Europa, also es gibt einen gesetzlichen Rahmen innerhalb der EU, die sogenannte eIDAS-Verordnung, die das auch regelt, wie so eine digitale Unterschrift auszusehen hat, dass sie eben rechtsgültig ist und dass sie auch im strengsten Fall der handschriftlichen Unterschrift gesetzlich gleichgestellt ist. Und wir haben einfach gesehen, das gibt es, aber es ist noch nicht so weit verbreitet. Und wir haben uns gefragt, warum. Und wir haben gesehen, dass es so schwer zugänglich ist. Das heißt, es ist gesetzlich, der rechtliche Rahmen ist da, es ist prinzipiell auch der technische Rahmen da, aber es fehlt einfach der Zugang zu dem Ganzen. Und wir haben gesagt, wir müssen ja eine Lösung bauen, die es einfach erlaubt, Unternehmen, Organisationen, das Ganze sehr einfach, sehr schnell einzuführen und einzusetzen, um so eben diese Prozesse zu digitalisieren. Stark. Vor allen Dingen Unternehmen in Europa geboren, ja, und wir werden auch noch gleich klären, warum Sproof da wirklich auch die Nase vorn hat. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen in deine Gründergeschichte reinhören. Bist du elterlich bedingt irgendwie zu Hause geprägt mit Unternehmertum? Sind deine Eltern Unternehmer und Unternehmerinnen gewesen und hat dich das motiviert, selbst zu gründen oder war das eher so aus der Idee heraus entstanden? Ja, also ich hab tatsächlich auch Unternehmerinnen und Unternehmer in der Familie. Aber wie gesagt, mein Fokus war, dass wir waren grundsätzlich in der Forschung, haben dort unser Doktorat gemacht und es war jetzt nicht, ich wollte schon immer in gewisser Weise ein Unternehmen gründen, aber wir haben es wirklich aus dem Problem heraus gesehen. Also wir haben gesehen, es gibt ein Problem, wir haben die Lösung dafür und wir haben gesagt, wir wollen das Ganze jetzt eben gründen, wir wollen ein Unternehmen daraus machen, um diese Lösung eben auch anderen Unternehmen anbieten zu können. Mhm. Und gab es rückwirkend, wenn du jetzt mal die letzten Jahre Revue passieren lässt, gab es irgendwelche prägenden Begegnungen auf dem Weg? Also, genau, ja? Auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt in jeder Startup-Story, nenne ich es jetzt mal, prägende Begegnungen. Und das ist auch immer eine aufregende Geschichte natürlich für die Gründerinnen und Gründer. Was für uns ganz interessant war, es gibt dann da, wir haben ja beide an der FH Salzburg gearbeitet. Da gibt es das Startup Center, also ein Ort, ein Anlaufpunkt, wo wirklich interessierte
potenzielle Gründerinnen und Gründer hinkommen können, ihre Idee pitchen und dann entsprechend auch Support kriegen und wollen ihnen auch geholfen, die Idee auszuarbeiten. Mhm. Und wir sind eben dorthin gegangen, auch zu der Zeit, wo wir auch noch gearbeitet haben an der FH, eben in der Forschung, haben dort unsere Idee vorgestellt. Und ich weiß noch, dass uns die Natascha, die Leiterin des Startup Centers damals, die hat uns drei Fragen gestellt, auf die wir keine Antwort hatten damals. Und dann sind wir wieder gegangen. Es waren aber nicht drei Fragen, die gesagt haben, wir geben auf und das wird nichts, sondern es waren drei Fragen, die uns motiviert haben, das Ganze nochmal genauer anzusehen, den wirtschaftlichen Aspekt nochmal zu bedenken, das Problem, die Lösung nochmal zu bedenken und dann wirklich mit guten Antworten auf diese Fragen wiederzukommen. Mhm. Also interessant, ne? Drei Fragen, die aber auch entscheidend sein können. Ich meine, ihr hättet ja auch sagen können, okay, nee, das können wir nicht lösen, wir hören auf, ja, oder machen gar nicht erst weiter. Aber das hat euch motiviert. Ne? Das ist schon auch ein Gen, was dann in euch sein muss oder in Gründern sein muss. Ganz genau, ja. Also ich glaube, gewisse Motivation auch, ich sage jetzt mal provokant, Hürden zu überwinden, ist ganz wichtig. Es wird immer Auf und Abs geben bei jedem Unternehmen. Und ich glaube, hier ist einfach wichtig, Lösungen zu finden und nach vorne zu sehen. Ja. Vor allem bei Niederlagen auch wichtig, glaube ich, dass man vielleicht sogar zu zweit oder dritt oder, ne, dass man einfach das nicht alleine mit sich austragen muss, sondern auch immer jemanden an seiner Seite hat, um das reflektieren zu können. Auf jeden Fall. Also ich kann das jedem nur empfehlen. Wir sind drei Gründer schlussendlich gewesen. Zwei mit einem technischen Hintergrund. Wir haben noch einen Mitgründer, den Erich Hüppelzeder, der einen sehr starken kaufmännischen Hintergrund mit reinbringt. Und ich glaube, diese verschiedenen Perspektiven und die Möglichkeit, sich wirklich auszutauschen, sind sehr, sehr wichtig. Also auch heute noch, jetzt sind wir nicht mehr so ganz frisch am Markt und nicht mehr ein ganz so kleines Unternehmen, aber ich verbringe einen Großteil meiner Zeit gemeinsam mit Clemens und mit dem Erich, um hier wirklich uns auszutauschen, Ideen weiterzuentwickeln, Lösungen zu besprechen. Und das ist ganz, ganz essentiell. Also ich bewundere wirklich Leute, die so ein Unternehmen ganz alleine leiten, weil für uns dieser Austausch so einen riesen Mehrwert hat. Ja, das ist, glaube ich, ein Gewinn, wenn man als Team antritt. Ne? So eine One-Man- oder One-Woman-Show ist dann schon auch hart. Aber gib uns vielleicht mal so ein paar Zahlen, dass wir eine Vorstellung bekommen, wie jetzt Proof gewachsen ist bis hierher. Genau, also wir sind, also 2019 wurde das Unternehmen gegründet, wobei eben schon etwas Forschungsarbeit vorausgegangen ist. Und wir haben dann 2020 das Produkt veröffentlicht in der Form, wie man es auch heute kennt. Und von da aus sind wir sehr schnell gewachsen. Also die Nachfrage war sehr, sehr groß, eben nach dem Tool, nach der Lösung, die wir bieten. Mhm. Und vor allem im letzten Jahr haben wir uns knapp verfünffacht in fast allen Metriken. Also das war für uns ein sehr spannendes Jahr, auch eben mit dem Thema Wandel im Unternehmen und wie man damit umgeht. Sehr spannend. Vielleicht auch nochmal so eine kleine Randnotiz, wie wir beide uns kennengelernt haben. Denn meine Tochter arbeitet bei euch, die studiert in Salzburg, arbeitet bei euch im Unternehmen und hat mir voller Begeisterung erzählt, was das für ein Spaß ist und ob das nicht was für den Podcast wäre. Und zack, schon sitzt ihr hier. Ja, das freut uns natürlich riesig. Also, dass das so zustande gekommen ist, ist wirklich ganz großartig. Ja, also liebe Grüße an dich, Vanessa, die ja auch in meinem Podcast ab und zu mal aufgetreten ist als Statistin. Und ich freue mich sehr, dass ihr den Kontakt zu euch hergestellt habt, weil ich bin immer sehr an Lösungen, an technischen Lösungen interessiert, die so einen starken Impact haben. Und das würde ich gerne so ein bisschen rausarbeiten jetzt mit dir, warum Sproof eigentlich die Lösung ist, ja, zum Thema digitale Signatur. Kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen in das Thema Rechtssicherheit und dass es oder dass wir noch mal über einheitliche Standards sprechen? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Perfekt. Ich wollte gerade sagen, da muss man etwas ausholen, um das wirklich voll erfassend darstellen zu können. Bitte, mach das mal wieder. Es gibt in Europa, in der EU, im Prinzip zwei wichtige gesetzliche Grundlagen, die das Ganze regeln. Das eine ist die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO. Ich glaube, von der haben wir alle schon mal gehört. Und das zweite ist die sogenannte eIDAS-Verordnung, von der haben vielleicht weniger schon gehört. Die ist aber nicht minder wichtig. Diese eIDAS-Verordnung regelt einfach, wie so eine elektronische Unterschrift aussehen muss, damit sie rechtsgültig ist. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt ja verschiedene Arten, wie ich ein Dokument unterschreiben kann. Das eine ist eben, ich unterschreibe es mit der Hand, mache ein Foto davon. Dann habe ich ein digitales Dokument, aber das ist nicht elektronisch signiert in dem Sinne, wie wir das brauchen.
Das andere ist, ich habe ein Dokument, ich nehme Photoshop, kopiere meine Unterschrift hinein. Auch das ist jetzt keine elektronische Signatur, die irgendein höheres Maß an Verbindlichkeit erfüllt. Mhm. Und was diese EIDAS-Verordnung eben ganz klar regelt, ist vor allem auch, wie elektronische Unterschriften aussehen müssen, die der handschriftlichen Unterschrift gesetzlich gleichgestellt sind. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es gibt verschiedene Arten von Dokumente, die haben ein Schriftlichkeitserfordernis. Und das, was das konkret ist, ist tatsächlich in verschiedenen Legislaturen anders geregelt. Zum Beispiel haben in Deutschland Arbeitsverträge ein Schriftlichkeitserfordernis. Das heißt, ich kann mündlich einen Arbeitsvertrag schließen. Das hat aber dann ganz wesentliche Implikationen, zum Beispiel was Befristungen und so weiter angeht. In Österreich haben wir in anderen Fällen auch den Fall, einfach, dass es gewisse Arten von Dokumente, die gewisse Anforderungen haben, per Gesetz diese Schriftlichkeitserfordernis haben. Und was hier eben wichtig ist, ist, dass nicht jede Art der elektronischen Unterschrift diese Schriftlichkeitserfordernis erfüllt. Und was eben Spruf macht, wir bieten einerseits die Möglichkeit, alle Arten der elektronischen Signatur abzubilden, andererseits aber ein starker Fokus eben auf diese Art der elektronischen Signatur, die dieses Schriftlichkeitserfordernis eben erfüllt. Und das heißt, ich kann Dokumente in einer Form unterschreiben, wo ich einfach das höchste Maß an Vertraulichkeit und Sicherheit habe. Also das, nur mal, um sich das auf der Zunge zergehen zu lassen. Ich war nämlich immer der Meinung, bis ich dann auch mich mit dem Thema digitale Signaturen beschäftigt habe, ich kriege ein PDF, ja, dann kann ich das zum Beispiel an meinem Rechner irgendwie öffnen und dann kann ich wie so eine Art Unterschrift, also meine Unterschrift digitalisiert, so als Stempel auf das Feld draufsetzen, wo es hingehört. Ja, und dann exportiert das als PDF und schickt es in der Weltgeschichte rum. Für alle ist das irgendwie sichtlich unterschrieben, aber es ist halt nicht rechtssicher. Ganz genau. Kannst du nochmal erklären, wie diese Rechtssicherheit hergestellt wird? Also was dieses PDF, was es vielleicht am Ende ist, noch zusätzlich hat zu dem, was ich da produziert habe? Genau, also es ist so, dass die elektronische Unterschrift, konkret die fortgeschrittene, die qualifizierte, die eben dieses das höhere Maß an Rechtssicherheit bieten, dass es eine digitale Signatur ist, also im kryptografischen Sinne. Das heißt, das Dokument wird quasi, ich sage jetzt vereinfacht, also alle Kryptografinnen und Kryptografen, die zuhören, mögen mir das verzeihen. Ich sage jetzt vereinfacht, in einer gewissen Weise verschlüsselt wird und da wird eine gewisse Beziehung zu einem Zertifikat hergestellt. Und dieses Zertifikat ist zum Beispiel auf eine Person oder auf eine Organisation ausgestellt. Und das Ganze ist jetzt visuell nicht unmittelbar ersichtlich, sondern ich muss das Ganze auch dementsprechend wieder kryptografisch prüfen. Dafür gibt es verschiedene Prüftools. Es gibt eins von der EU-Kommission. Es gibt verschiedene Anbieter, auch nationale Anbieter. Aber im Prinzip geht es darum, dass diese digitale Unterschrift im Hintergrund und im Prinzip unsichtbar angebracht ist, aber trotzdem das Dokument einerseits vor Veränderungen schützt, also das nennt man die Integrität, und andererseits eben auch einer gewissen Person oder Organisation zuordnet, das nennt man die Authentizität. Und das sind zwei ganz wichtige Eigenschaften, die ich eben durch Reinkopieren meines Bilds der Unterschrift so nicht habe. Das kann jeder machen und ich kann das Dokument danach ändern und es schaut trotzdem noch gültig unterschrieben aus. Ja, das ist sehr interessant, weil ich kannte auch bisher nur, ich glaube, amerikanische Unternehmen, die das irgendwie so als Service angeboten haben, bis Vanessa mich auf euch aufmerksam gemacht hat und ihr damit ja auch, und darum geht es ja im Grunde auch immer mehr, merken wir ja, ne, in sämtlichen wirtschaftlichen, aber auch privaten Bereichen, das Thema Datensicherheit. Ja? Also das heißt, euer Tool erfüllt diese Standards. Absolut, genau. Also das Thema Datenschutz ist für uns einfach was Essentielles und wir sagen auch immer, und weil wir das auch wirklich so meinen, dass Datenschutz ist bei uns kein Add-on. Also wir machen das nicht, weil wir das müssen oder weil es gut aussieht, sondern wir leben das wirklich. Also bei uns ist Datenschutz essentiell, weil bei Unterschriften oder vor allem bei Unterschriften geht es ja um Vertrauen, es geht um Verbindlichkeit. Und da muss einfach Datenschutz garantiert sein. Also da darf es keine Diskussion geben. Und deswegen ist uns auch so wichtig, dass wir einfach kompromisslos 100% garantiert die Anforderungen an Datenschutz, die wir in Europa haben, erfüllen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass hier einige spitze Ohren kriegen, die das jetzt hier hören und vielleicht sich überlegen, das muss ich irgendwie in meinen Unternehmensprozess integrieren können. Übrigens an dieser Stelle, alle, die hier zuhören, alle Informationen, auch die Kontaktmöglichkeiten zu Fabian und seinem Team finden wir alles in den Shownotes.
Wir laden Fabian zu uns auch auf die Plattform ein, dann könnt ihr direkt mit ihm Kontakt aufnehmen. Wie integriere ich das bei mir im Unternehmen? Wie kann ich mir das als Prozess vorstellen? Also grundsätzlich ist es eine Webanwendung. Das heißt, dass ich brauche jetzt nichts installieren, ich brauche nichts herunterladen. Ich kann im Prinzip sofort starten damit. An der Stelle kann ich auch verweisen, wir haben ein Freemium-Modell. Das heißt, man kann es wirklich auch für Privatnutzung kostenlos nutzen. Das heißt, jeder da draußen, der zuhört und sagt, ich möchte das einfach mal ausprobieren, kann das sofort machen und einfach auch privat für eigene Dokumente kostenlos verwenden. Und wir richten uns mit unserem Angebot dann aber vor allem an Unternehmen. Und da ist uns eben wichtig, dass Unternehmen sehr schnell starten können. Also dieses berühmte IT-Projekt, das gibt es bei uns nicht. Das heißt, ich brauche hier nicht groß irgendwelche Sachen implementieren, irgendwas aufsetzen, sondern ich kann wirklich sagen, ich gehe auf unsere Website und ich kann sagen, ich möchte das mal ausprobieren und kann sofort starten und kann dann sehr einfach auch weitere Personen in meinem Unternehmen hinzufügen, denen Dokumente senden, sie bitten, das Dokument zu unterschreiben, aber genauso eben auch externe Personen. Also wenn ich Unterschrift von meinen Partnern, Lieferanten, wie auch immer brauche, kann ich das einfach sofort nutzen. Und das ist uns eben auch sehr wichtig, dass wir sagen, das Ganze muss einfach schnell zugänglich sein, weil nur dann funktioniert Digitalisierung. Ja, und ich glaube auch viele Entscheider in Unternehmen schreckt das ab, ne? Sobald irgendwie ein digitales Projekt oder ein IT-Projekt ansteht, dass dann die ganze Maschinerie losgetreten werden muss. Aber das ist ja beruhigend zu erfahren, dass das bei euch nicht so ist. Wie sieht es mit Integration aus? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein CRM bei mir im Unternehmen und möchte im Grunde meine Angebote verschicken und die eben auch signieren lassen durch meinen Kunden oder mich selbst oder beide. Wie sieht es da aus? Könnt ihr in diese Systeme euch anbinden? Genau, wir haben für viele Systeme fertige Integrationen, also wo man wirklich out of the box zum Beispiel ein Plugin vom jeweiligen Anbieter installieren kann. Und dann kann man direkt, also kann man unsere Lösung direkt damit verwenden. Wir haben aber auch eine Schnittstelle, also eine API, also eine Programmierschnittstelle, mit der man das Ganze auch ganz individuell an eigene Systeme anpassen kann. Und das wird tatsächlich auch sehr viel verwendet. Also quer durch alle Branchen sehen wir, dass viele unserer Kundinnen und Kunden das Ganze wirklich auch in ihre bestehenden Systeme integrieren. Ja, macht ja auch Sinn. Also immer so Einzellösungen aufzumachen, ne, das kann Sinn machen. Aber wenn man natürlich schon eine gewisse Infrastruktur hat, dann ist natürlich eine Integration total genial. Wie lange dauert das, bis ich so meine Mitarbeiter, ist ja auch immer ein Thema Akzeptanzschaffung, Usability und das ganze Thema Einarbeitung. Wie lange dauert das, bis man das verwenden kann? Das innerhalb von Minuten, würde ich sagen. Also das ist ja auch ein ganz wichtiges Ziel, das wir verfolgen. Das ist eben es braucht kein Tutorial, es braucht keine Schulung, es braucht keinen Kurs, sondern das Ganze ist so intuitiv und einfach, dass man wirklich sofort starten kann. Und das ist auch ein sehr wichtiges Asset, wo wir haben auch ein Team von UI, UX-ExpertInnen, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen. Wie kann ich die an sich ja komplexe Materie der digitalen Signatur sehr einfach und sehr zugänglich machen, dass ich das wirklich sofort verwenden kann? Ja. Und was wir Unternehmen eben zusätzlich anbieten, sind auch so eine Sproof Academy heißt das, das kann man wirklich als Kunde, als Kundin intern verwenden im Unternehmen, man kann das teilen, wo auch nochmal alle Prozesse erklärt sind in kurzen Videos, aber das braucht es normalerweise nicht. Also das ist wirklich ein Add-on, aber in der Regel können die Leute das sofort nutzen. Ja, was kostet das? Das ist ja mal eine beliebte Frage. Was kostet Sproof, wenn ich das in meinem Unternehmen, ich habe vielleicht 20 Mitarbeiter, 50, womit muss ich rechnen? Genau, also wir haben so Online-Pakete, man kann das wirklich online einkaufen, kann sofort starten. Da starten wir mit ca. 14 Euro pro Monat. Und wir haben aber auch individuelle Angebote für große Unternehmen, wo wir dann wirklich auch bewusst darauf eingehen, was sind die Anforderungen dieses Unternehmens. Ich habe ja schon gesagt, es gibt verschiedene Arten von elektronischen Signaturen, wo wir dann auch schauen, welche wird denn benötigt. Weil es gibt je nach Prozess, kann eine qualifizierte notwendig sein, kann eine fortgeschrittene notwendig sein. Und das sehen wir uns dann auch wirklich sehr individuell an und machen da ein maßgeschneidertes Angebot. Ja. Lass uns mal in die Zukunft schauen. Also wir beschäftigen uns ja hier im Podcast und auch bei der Genius Alliance immer wieder und immer verstärkter mit dem Thema künstliche Intelligenz, weil es so maßgeblich alles um uns herum beeinflusst. Wenn du das Thema digitale Signatur so in 5 oder auch in 10 Jahren siehst, wo geht da die Reise hin und welchen Einfluss hat künstliche Intelligenz auf das Thema?
Was wir sehen, ist eine sehr starke Verbreitung vom Thema Digitalisierung generell und dementsprechend natürlich auch von digitaler Signatur. Und es wird ja, oder es ist jetzt auch schon möglich bei Sproof, dass es in Europa gibt, diese sogenannten E-IDs, also diese digitalen IDs, sozusagen quasi digitale Personalausweis, überspitzt formuliert. Und den kann ich zum Beispiel bei Sproof schon direkt verwenden. Also ich kann mit meiner E-ID direkt bei Sproof entsprechend garantiert rechtsgültig unterschreiben. Das geht schon. Aber wir sehen, dass der Trend ganz klar dahin geht, dass jede Bürgerin, jeder Bürger in der EU in Zukunft wirklich diese E-ID haben wird. Also wir sind auf einem guten Weg. Und ich sage mal, in 5 Jahren wird das sicher so gut wie jeder haben. Und das ist ein Trend, der für uns natürlich ganz, ganz wichtig ist und den wir sehr positiv sehen, weil der Zugang zu dem Thema digital unterschreiben damit einfach nochmal einfacher wird. Ich kann einfach sofort mit meiner digitalen ID in meinem Namen als meine Person ein Dokument unterschreiben. Das ist sicher der eine Aspekt, wo wir ganz klar den Trend sehen. Das Thema KI ist sicher auch momentan ein großes Thema. Wir sehen Einsatzmöglichkeiten, wir sehen sicher auch das Potenzial im Zusammenhang mit unserer Lösung. Da ist es aber aus Sicht von unserem Unternehmen jetzt noch ein bisschen zu früh, dass wir konkret darüber sprechen. Aber wir haben da auf jeden Fall Ideen dazu. Ja, ich fand im Vorfeld ganz interessant, dass durch KI eben auch so viel Manipulation stattfinden kann. Ja? Insofern, dass ich sage, durch KI kann ich ja Meinungen entwickeln in sozialen Netzwerken und so weiter. Ne? Ich muss mich damit auseinandersetzen, ist das, was ich sehe, gerade wirklich echt oder von einem System gebaut worden. Das heißt, was du vorhin gesagt hast, fand ich wirklich maßgebend, das ganze Thema Vertrauen. Ja? Also digitale Unterschriften, digitale Signaturen, die so einen vertrauensbildenden Charakter haben. Und dabei meine ich gar nicht mal so sehr nur die Dokumente, die das Erfordernis haben, ne, unterschrieben zu werden, sondern damit meine ich grundsätzlich einfach auch so ein Sproof-Siegel zu haben und zu sagen, pass mal auf, das Angebot ist wirklich von uns, kommt nicht von irgendjemand anderem. Oder vielleicht sogar auch Konzepte, die entwickelt werden, vertrauliche Prozesse, die damit geproved werden können, ne, gesproved werden können. Damals schon. Ja, also das finde ich einen richtig wichtigen Einsatz, immer mehr für Cybersecurity-Themen dann eben auch eure Lösung einzusetzen. Absolut, das Thema Vertraulichkeit, Verbindlichkeit ist ganz, ganz essentiell in unserer Branche. Und das ist auch genau das Feedback, das wir von unseren Kunden bekommen, wie du das jetzt zusammengefasst hast, dass das eben so essentiell ist, hier wirklich auch diese Verbindlichkeit zu haben, auch im Sinne der gesetzlichen Verbindlichkeit und natürlich auch im Sinne eines Partners, der das Ganze auch geben kann. Ja. Lass uns mal auf euer Startup-Leben zurückkommen. Wie macht ihr Vertrieb und wie sieht so euer Wunschkunde aus? Oder andersrum besser, wie sieht euer Wunschkunde aus? Also wer ist so der, den ihr am liebsten seht und wie gewinnt ihr die? Wir haben tatsächlich Kunden aus sehr vielen Bereichen. Also wir haben Unternehmen, wir haben staatliche Organisationen, wir haben Banken, wir haben Ärztinnen und Ärzte. Also wir haben hier wirklich Kunden quer durch alle Branchen, durch alle Bereiche, auch in ganz verschiedenen Größen, also vom Ein-Personen-Unternehmen bis hin zum Weltkonzern ist bei uns alles dabei. Wir sind immer dann der richtige Partner, wenn wir eben wirklich hier mit Digitalisierung im Unternehmen einen Beitrag leisten können. Das heißt, wenn Dokumente unterschrieben werden müssen, die eine gewisse Verbindlichkeit haben, wenn viele Dokumente unterschrieben werden müssen, wenn wir wirklich Zeit, Geld sparen können dem Kunden, dann sind wir richtig für den Kunden. Okay, jetzt eine große Frage. Wie schafft ihr das, dass ihr die so begeistert für euch? Was wir natürlich machen, ist, dass wir unseren Online-Auftritt, wir versuchen hier nicht nur das Produkt zu präsentieren, sondern wir versuchen auch einen Mehrwert zu bieten im Sinne von, dass wir das ganze Thema rund um Digitalisierung, digitale Signatur gut erklären. Und in gewisser Weise, wir haben zum Beispiel auch so ein Handbuch, das kann man sich kostenlos bei unserer Webseite runterladen. Da geht es einfach darum, Unternehmen zu zeigen, wie kann Digitalisierung aussehen und was kann man auch von anderen Unternehmen lernen. Das ist einfach etwas, das wir auch
den Kundinnen und Kunden oder, sag ich mal, möglichen Kundinnen und Kunden mitgeben möchten. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn das Personen, Unternehmen herunterladen, die jetzt vielleicht gar nicht in erster Linie an die digitale Signatur denken, sondern die einfach interessiert sind an dem Thema Digitalisierung. Und hier ist einfach unser Ziel, durch diesen Mehrwert natürlich auch unsere Lösung zu präsentieren. Das ist spannend. Das heißt, ihr geht eigentlich über den Marketingweg, ne? Content zu produzieren, Aufklärungsarbeit zu leisten, immer wieder daran zu erinnern, dass das ganze Thema Datenschutz und Datensicherheit ein großes Thema ist. Und gar nicht so einen aktiven Vertrieb, gar keinen Business Development im eigentlichen Sinne, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Genau, also das ist sicher ein wichtiger Kanal bei uns. Wir haben selbstverständlich auch ein Vertriebsteam. Also es geht ja auch darum, ich habe es schon erwähnt, vor allem bei großen, sehr großen Unternehmen geht es wirklich darum, auch individuell die Lösung zu erarbeiten und da maßgeschneiderte Angebote zu bieten. Und da haben wir selbstverständlich auch ein super Vertriebsteam dafür. Ja, okay. Mhm. Seid ihr gebootstrapped oder habt ihr Investoren mit dabei? Genau, wir haben Investoren mit dabei. Mhm. Das hilft natürlich bei einem Unternehmen, wie wir es sind, auch, oder ist das sehr wichtig eben auch für das Wachstum. Ja, wie habt ihr die gewonnen? Gab es da Ausschreibungen oder habt ihr euch aktiv Leute gesucht, wo ihr gesagt, hey, die würden eigentlich ganz gut passen? Beides tatsächlich. Also wir sind natürlich durch die Startup-Community in Salzburg, haben wir gute Kontakte. Es sind aber dann eben tatsächlich auch Investorinnen und Investoren zu uns herangetreten. Und natürlich haben wir auch an strategisch oder wichtige oder Investorinnen und Investoren einfach sehen, dass es der richtige Partner ist, sind natürlich auch aktiv herangegangen. Es ist ja immer wichtig, es geht ja nicht um reines Geld. Also Geld ist natürlich wichtig bei einem Investment. Ja. Weil es geht natürlich darum, die Skalierung von einem Unternehmen zu beschleunigen. Aber es ist natürlich auch vor allem wichtig, dass es auf der persönlichen Ebene passt und dass die Investorin, der Investor auch einen Mehrwert bietet über das Finanzielle hinaus. Ja, absolut. Das sind nochmal zwei ganz wichtige Punkte, die du gerade gesagt hast. Also Sympathie, das Zwischenmenschliche muss passen. Ja? Also kein Mensch möchte irgendwelchen Investoren ständig reporten müssen und dann passt das Zwischenmenschliche nicht. Und auf der anderen Seite natürlich, die sich engagieren in der regionalen Gründerszene, ne? Einfach eine Präsenz aufbauen und Beitrag zu leisten. Ja, spannend. Lass uns mal auf eure Roadmap gucken. Kannst du schon ein bisschen was verraten, wohin die Reise geht, was ihr geplant habt, wie das Ganze weiterentwickelt wird bei euch? Ja, auf jeden Fall. Alles kann ich nicht verraten, aber ich kann einen Ausblick, ich kann einen Ausblick für dieses Jahr auf jeden Fall geben. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es darum geht, dass ich diese qualifizierte elektronische Signatur ist, dieses Stichwort, also wirklich jene, die der handschriftliche Unterschrift gleichgestellt ist. Ja. Und ich habe auch diese nationalen EIDs erwähnt. Und unser Ziel ist eben, dass dieses Unterschreiben mit dieser EID so einfach wie möglich geht. Also vielleicht einfach nur, dass man sich vorstellen kann, was heißt das? Ich kann dir jetzt ein Dokument schicken und du kannst es mit deinem, aber ich nehme an, du hast einen deutschen Personalausweis, da kannst du es sofort damit unterschreiben. Darum geht es uns. Und diese Unterschrift, die du damit anbringst, ist eben wirklich deiner handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt. Das ist eben der wichtige Punkt. Und was wir dazu machen, ist, dass wir diese EID, so diese Vertrauensdiensteanbieter, ist so das Stichwort, aus der gesamten EU integrieren. Und da sind wir mittlerweile bei knapp 80% und bis Jahresende werden wir über 90% haben. Und das heißt, wir decken hier wirklich einen Großteil der Bürgerinnen und Bürger in der EU ab. Und jeder kann dann im Prinzip sofort direkt unterschreiben bei uns. Und das ist auch, und das korrigiere mich gerne, wenn ich das jetzt sage, aber das ist eure Alleinstellung tatsächlich, ja? Also diesen hohen Standard, diesen hohen Sicherheitsstandard wirklich tatsächlich zu erfüllen hier in Deutschland. Ja, und den einfachen Zugang, das ist nämlich die Kombination. Also einerseits der hohe Sicherheitsstandard, aber eben wirklich das so zugänglich machen, dass es jeder benutzen kann. Stark. Also mich begeistert das total, weil es eigentlich ein sehr einfaches Geschäftsmodell ist. Einfach insofern, dass wir unterschreiben ja schon seit ein paar Jahrzehnten mit unserer Hand. Ja. Ihr das aber digitalisiert habt und das auf eine sehr smarte Art und Weise mit einem sehr hohen Security Level und wenn nicht sogar dem höchsten in Europa. Von daher Glückwunsch schon mal an dieser Stelle zu eurer Company. Danke. Fabian, ich habe noch so eine kleine Frage-Antwort-Runde vor der sich alle fürchten, aber ich verstehe den Grund überhaupt nicht. Perfekt, genau. Da hast du das richtige Mindset. Versuch du in einem Wort oder einem Satz zu antworten. Okay? Bist du ready? Ich bin ready.
Okay. Was ist so ganz persönlich deine Mission, so in einem Satz? Ich würde sagen, Enabling bei uns im Team. Das ist der eine Satz und jetzt die Erklärung dazu. Wir sehen, also mein Mitgründer und ich, wir sehen uns wirklich darin in der Rolle, dass bei uns jeder im Team sich entwickeln kann, jeder Spaß hat bei der Arbeit. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir als Unternehmen die Möglichkeit dafür bieten können. Ja, das bestätigt auch die Vanessa. Also von dem her kann ich das nur unterschreiben. Das freut mich. Was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendeine Eigenart oder einen Spleen, den keiner kennt und du hier gerne in diesem Podcast, hören ja ein paar Leute zu, teilen möchtest? Das ist eine super Frage. Was glaube ich, ich mag bei manchen Sachen jetzt sehr, wenn sie effizient und strukturiert sind. Und ich glaube, das merkt man auch im Team. Ich bin tatsächlich drauf gekommen, dass ich mich da sehr gut mit meinem Co-Founder, vor allem mit Clemens, decke. Mhm. Und wir lieben zum Beispiel effiziente Meetings. Und ich glaube, das ist was mittlerweile jeder bei uns im Team von uns kennt. Versuchen wir, wir haben super effiziente Meetings und jeder im Team lebt das auch. Und das kann ich einen kleinen Insight mitgeben, auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir bewusst auch schon die Agenda um einen Punkt erweitert, wo man auch nochmal ein paar Sachen einbringen kann, die jetzt nicht unbedingt dem Ziel des Meetings dienen, einfach um das Ganze auch ein bisschen aufzulockern. Ja. Aber erzähl mal, also das ist ja ein Riesenproblem, effiziente Meetings. Ich war mal bei einem Unternehmen, die haben mich tatsächlich alle 14 Tage einfliegen lassen. Und teilweise für Meetings, wo wir heute Videocall würde sowas von reichen. Ja? Und ich habe mal ausgerechnet, dieses Meeting hat jedes Mal 15.000 Euro gekostet. Alle zwei Wochen. Weil da waren natürlich nicht nur ich da, sondern da waren noch andere, die dann angereist sind. Was macht ein Meeting wirklich effizient? So mal drei Hacks raushauen. Also das ist ganz klar. Es muss eine Agenda geben. Es muss ein Ziel geben. Und es ist... sollten nur die Leute dabei sein, die wirklich was beizutragen haben. Ja, das sollte ja möglich sein. Genau, also das ist wirklich mir, da sind wir auch wirklich sehr froh, dass wir so eine tolle Meetingkultur haben, die wie gesagt auch wirklich von jedem aus dem Team gelebt wird, weil es geht jetzt nicht darum, einfach Zeit zu sparen oder Ressourcen zu sparen. Es soll ja auch, man soll auch Spaß haben, es soll locker sein, aber es geht darum, wirklich das Meeting effizient zu machen und dann lieber dafür, wir haben zum Beispiel Fußballtisch bei uns, einfach weil's Spaß macht. Und da bin ich lieber eine Viertelstunde früher mit dem Meeting fertig und habe dann noch 15 Minuten Spaß am Tischfußballtisch, anstatt dass zwei Leute gelangweilt in dem Meeting sitzen, weil es was besprochen wird, was sie eigentlich nicht betrifft. Und darum geht es uns einfach, dass man wirklich sagt, wenn ich ein Meeting mache, dann schaue ich, dass ich effizient mache und dafür habe ich dann wieder Zeit für was anderes. Ja, okay, cool. Was benutzen ihr so für Produktivitätstools, so im Projektmanagement oder um euch zu organisieren oder den Austausch auch vielleicht mit Externen zu sichern? Genau, also wir haben natürlich, wir nutzen sehr stark Videocalls einerseits natürlich für Kommunikation mit Externen, andererseits aber auch intern. Wir haben ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die remote arbeiten. Und da haben wir einerseits Videocalls, andererseits aber auch so Collaboration-Tools, wo man einfach schnell im Chat was schreiben kann, wo man schnell in einen Call springen kann, um sich mit jemandem auszutauschen. Damit was eben nimmt auch, ihr da? Wir haben Discord intern. Ah, interessant. Ist Slack abgesetzt mittlerweile in der Startup-Szene? Nein, also es gibt, soweit ich weiß, ist das auch noch weit verbreitet. Es gibt ja da auch noch viele andere Tools. Also das hat sich einfach durchgesetzt, weil es weit verbreitet ist und weil es auch im Team gut angenommen wurde. Ja. Und natürlich haben wir auch, also jetzt vor allem mit Development haben wir natürlich klassisches Sprint-Planning, Feature-Planning und wir nutzen aber auch diese Agilität in anderen Bereichen, also zum Beispiel auch im Growth und im Marketing, genauso aber im Sales, dass wir hier wirklich auch versuchen, agil zu planen und die Idee des Sprint-Plannings auch dort zu übernehmen. Ja, stark. Nächste Frage, ich habe mich jetzt leider ein bisschen ablenken lassen, aber ich finde es sehr interessant. Nächste Frage, gab es so mal so ein Fail bei euch in der Entwicklung, wo du sagst, oh, das hätte nicht sein müssen, aber das habe ich daraus gelernt? Ich, ich,
ich würde jetzt sagen, wir lernen ständig. Also ich glaube, dass es, dass wir machen dauernd Fehler im positiven Sinne. Also wir machen auch viel richtig, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Das stimmt, aber es werden Fehler gemacht. Also ich glaube, das ist ganz menschlich, das ist normal. Ja. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur. Also wir sagen, Fehler dürfen passieren, weil wenn Fehler passieren, heißt das ja, dass sich Leute trauen, dass Leute über sich hinausgehen, dass Leute kreative Ansätze haben. Wir haben natürlich Bereiche, wo wir ganz klar auf Fehlervermeidung schauen. Also ich habe schon gesagt, das Thema Datenschutz, das Thema Rechtssicherheit, die Qualität der Software, da haben wir ganz viel Layer und ganz viel Qualitätskontrollen, dass keine Fehler gemacht werden. Das ist ja essentiell. Aber sei es jetzt in der Organisation, sei es im Wachstum im Team, sei es, wenn jemand was ausprobieren will, da dürfen Fehler gemacht werden, weil das heißt, wir entwickeln uns weiter, wir lernen was und wir versuchen wirklich auch aus den Fehlern zu lernen. Und insofern werden Fehler bei uns gemacht und wichtig ist einfach nur, dass wir denselben Fehler nicht nochmal machen und was daraus mitnehmen. Ja. Das ist spannend. Also man kriegt so ein bisschen ein Feeling dafür, wie sich das bei euch in der Unternehmenskultur so anfühlt. Also danke fürs Teilen. Das ist echt immer wieder sehr gerne, interessant, so diese Einblicke zu bekommen. Wir waren gerade bei Fehler. Eine Frage auf meiner Liste hier. Welchen Fehler entschuldigst du am meisten? Ich würde eben sagen, grundsätzlich eben jeden, weil das bei uns Unternehmenskultur ist. Aber ich würde sagen, die besten Fehler, wenn ich das so rephrasen darf, sind Fehler, die entstehen, weil ich etwas Neues ausprobiere, über mich hinausgehe und dort einen Fehler mache, den Fehler gleich korrigiere und dabei was gelernt habe. Also das würde ich jetzt gar nicht sagen, den entschuldigen wir, sondern ich würde eher sagen, den feiern wir, weil dann haben wir uns weiterentwickelt. Ja, schöne Antwort. Kannst du uns ein Buch empfehlen, was für dich einen großen Mehrwert hatte? Das kann ich. Und zwar, jetzt hast du mich zu schnell gefragt. Warte, ich wiederhole das nochmal. Ich mach das so. Ja. Gib mir eine Sekunde, dann sage ich dir, wie das Buch heißt. Das ist sympathisch bei dir. Vielleicht für alle, die jetzt hier zuhören, ich habe den Fabian heute das erste Mal kennengelernt, also wir machen das natürlich alles virtuell. Fabian, ich versuche dir jetzt ein bisschen Zeit zu verschaffen. Ich habe es, danke, aber du kannst ganz gerne ruhig. Nein, du hast mich tatsächlich nur zu schnell gefragt. Das großartige Buch von John Strelecki, Big Five for Life, das uns wirklich sehr inspiriert hat, dass wir haben das auch bei uns aufliegen und jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter darf und soll das natürlich auch lesen bei uns, weil die einfach sehr viele Ideen transportiert werden, die sich mit dem decken, wie wir unser Unternehmen führen möchten. Und das hat uns einfach sehr, sehr inspiriert. Eben auch das Thema, dass wir wirklich jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter ein Umfeld schaffen möchten, wo man sich persönlich weiterentwickeln kann, gleichzeitig aber auch das Unternehmen sich weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist so ein großartiger Ansatz, und den versuchen wir wirklich umzusetzen. Schön. Also das spürt man, ne? Das fühlt man, wenn man dir so zuhört. Vorletzte Frage, Fabian, dann hast du es geschafft. Welche drei Interviewgäste kannst du uns aus deinem Netzwerk hier für diesen Podcast empfehlen? Von wem können wir was lernen? Von welchen Startups oder Investoren, Unternehmern, Unternehmerinnen? Also Also eine Person, die ich wirklich empfehlen kann, ist die Sophie Bolzer von Audwise. Die hat ein ganz großartiges Startup aufgebaut. Sie ist Single Founderin, Female Founderin, hat ein großartiges Netzwerk und hat da wirklich in den letzten Jahren ganz, ganz große Arbeit geleistet beim Aufbau des Unternehmens. Mhm. Okay, für die anderen gebe ich dir noch ein bisschen Zeit. Du gibst mir noch ein bisschen Zeit, ja. schreibst du mir eine E-Mail, aber wäre super, wenn wir da ein paar Intros von dir haben. Auf jeden Fall, ja. Nein, ich kann gerne ein paar durchschicken, die ich empfehlen kann. Was ich auch empfehlen kann, aber das schicke ich dir noch, ist wirklich auch das Startup Salzburg Netzwerk, weil sich hier in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan hat in der Region Salzburg. Einerseits an der FH Salzburg, andererseits eben auch bei Innovation Salzburg, im Land Salzburg, wo das Ganze angesiedelt ist. Und ich finde das wirklich großartig, wie sich das entwickelt hat.
Und ich schaue, dass ich dir hier eine Person super. Empfehlen kann. Cool, weil dann können wir da mal reingucken, wie die das so machen und von denen lernen. Super. Lieber Fabian, das war großartig, hat mir richtig Spaß gemacht, vor allem auch mal so die Insights zu entdecken. Ich freue mich immer sehr, wenn wirklich so ein starker Impact in Europa stattfindet und da habt ihr mit eurer Lösung wirklich einen wirklich großen Beitrag geleistet und leistet ihn natürlich nach wie vor. Ich wünsche euch ganz viel Kraft und Power für die Zukunft und würde dir das Schlusswort für diesen Podcast überlassen mit der Frage, wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, was wäre das? Ja, danke Norman. Also vielen Dank für das positive Feedback, für das Lob. Das möchte ich natürlich ans ganze Team weitergeben. Das ist mir auch wichtig. Man darf natürlich als Gründer immer hier in Vertretung sitzen, aber auch das ganze Team macht großartige Leistung. Ich glaube, was wichtig wäre, ist, wenn ich mir, ich darf frei wünschen, oder? Quer über alle Branchen. Heute darfst du frei wünschen. Ich darf frei wünschen, sehr gut. ich glaube, wir sollten uns alle ein bisschen mehr einander zuhören, ein bisschen mehr auf die andere eingehen und vielleicht auch ein bisschen immer die eigenen Interessen versuchen, mit dem Rest in Einklang zu bringen. Ich glaube, dass uns das als Gesellschaft insgesamt weiterbringen würde. Das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank, Fabian, für dieses Gespräch. Danke dir, Norman.